So, und da sind wir wieder bei einer neuen Folge von Super Metroid. Und was haben wir jetzt da drin? Letzte Folge habe ich euch ja auf die Folter gespannt. Und jetzt schauen wir mal. Der Spring Ball. Und ich glaube, mit denen kann ich dann das eine Item holen. Also ja, jetzt kann ich ohne Bomben springen. Also das eine Item, die beiden Items bei diesem Raum. Aber jetzt habe ich halt wieder einen langen Weg vor mir. So. Jetzt muss ich nicht nur den Weg hier zurück, sondern muss auch wieder den Weg bis zum Treibsand hinauf. Das dauert jetzt wieder seine Minuten. So. Oh, verdammt. Hab vergessen, dass ich da hinten runterfallen muss. Hier. Ah, bisschen daneben. Auch daneben. Jetzt. Ich merke schon, wie ich unvorsichtiger werde, je weiter ich komme. Da denke ich mir halt, ja, ich habe eh noch so viel Leben. Da kann mich einmal ein Gegner treffen. Aber wenn ich das halt immer wieder sage, dann habe ich ja irgendwann mal kein Leben mehr. So. Mittlerweile weiß ich den Weg schon auswendig, ohne dass ich auf die Karte gucke. Ah, verdammt. So. Erstmal Fußball spielen. Ist jetzt da durchgeglitscht? Nee, da war er. Oh, hat er mich auch noch getroffen, der Arsch. So, und jetzt aber. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Bam! Reserve Tank. Alter! Und Missiles. So, und ich glaube, damit bin ich in Meridia fertig. Nee, doch nicht. Eines gibt's noch. Eines gibt es noch.
kann schon mal sagen, es sind Raketen, also jetzt nichts Besonderes. Dann kann ich von da aus gleich... Ah, verdammt. Ja, von da aus kann ich dann ziemlich fix dann nach Brinstar hin. Runterfallen wieder. Moment. Nein, hier noch nicht. Hier, ja. So. Eigentlich hätte ich nur durch die Tür gehen müssen, dann wäre ich auch im Brinstar gewesen. Aber bringt mir nichts, weil ich muss ja auch im Meridian noch alles abklären. So, wenn ich da jetzt ganz hinaufgehe, ist glaube ich klüger, als wenn ich da durch die ganzen verschlungenen Wege gehe. Ich meine... Das meine ich. Ich weiß nicht, ob ich mir das noch holen werde. Weil das ist halt schon schwer zum Holen. Mit dem Anlaufen, das dann die Geschwindigkeit speichern und an der richtigen Stelle hochspringen. Das können, glaube ich, nur die wirklichen Pros. Oh, jetzt habe ich das Timing verpasst. Mit was? Wahrscheinlich nur mit Rakete. Ah, ja. Oh, da wollte ich... Ja, hier sind wir schon im Brinstar. Das wollte ich nicht. Oh shit, ich sehe gerade, hier gibt's gar keinen Weg hinauf. Bin ich etwas falsch gegangen. Aber wirklich nur etwas. Nicht komplett falsch. Weil, wenn ich hier rechts weitergehe, geht's dann genauso hinauf. Und wieder Timing verpasst. Au. So. So, und hier rechts ist noch eine Rakete. Irgendwo. Einfach durchgehen. Sehr schön. Damit hätten wir auch Meridia durch. Die Hölle namens Meridia. So, und jetzt gehen wir nach Brinstar. Obwohl, da ist ja noch ein blauer Fleck. Den möchte ich noch erkunden. Brauche ich nur hier hochjumpen. So. Mehr wollte ich nicht. So. Es ist noch Angewohnheit, dass ich per Bomben springen will. Dabei kann ich ja jetzt normal mit A springen. So. Jetzt sind wir in Brinstar. Jetzt schaue ich mal kurz auf die Karte. Was habe ich in Brinstar denn vergessen?
Das sehe ich zumindest schon mal mindestens eine Rakete. Das habe ich. Das habe ich. Da fehlt mir noch etwas. Da fehlt mir ein ganzer Weg, wie es mir aussieht. Also nicht ein ganzer Weg, so drei Räume oder so, aber trotzdem. Sind das halt noch ein paar Sachen. Da habe ich alles. Also hier nahe bei mir, da sind schon mal drei, vier Items, die ich nicht habe. Und da drüben... ja, halt dieser blaue Raum. Und jetzt sehe ich gerade, wie ich da hinkomme. Ich bin die ganze Zeit falsch gegangen. Sehe ich gerade. Jo, aber sonst sieht's gut aus. Ja. Okay. Also hier im rechten Teil. Moment, hier ganz unten rechts ist vielleicht auch noch etwas. Und Tatsache ist da noch eine Rakete nicht geholt. Sollte ich die dann, sobald ich hier den rechten Block hier fertig habe, dann kurz wieder da zurückgehen. Aber na gut, beginnen wir mal. Zuerst mal hier ganz hinunter. Au. Ah, nee, nicht Pause. Obwohl. Ah, doch. Doch ganz hinunter. Hab ich nur verschaut. Denn hier war ja mal ein Item, aber dann habe ich halt nicht weitergeschaut. Mhm. Wieder Missiles. Au. Alter! So. Orange war ja die Superbomben, oder? Ja, grün waren die Power Missiles. Jetzt habe ich es ein bisschen verwechselt. Jetzt habe ich Superbomben und Power Missiles gesagt. Dabei heißt es ja Power Missiles und Superbomben. Moment, gehe ich da nicht schon zu weit? Nee. Oh, ich sehe gerade, da ist gar keine Tür. Da müsste ich den ganzen Umweg. Also ich will ja den Raum jetzt direkt links von mir gehen. Aber wie gesagt, da gibt es jetzt keine Tür. Da müsste ich den nächsten Gang ganz nach links und dann wieder rechts. Deswegen schauen wir jetzt zuerst mal hier rechts unten. So. So, da werden wir wieder in Maridia, aber halt nicht für lange. Ah.
Ah, fuck. Wollte keine Supermieser verschwenden. Wie ging's jetzt nach rechts? Ah, so. Bisschen verschlungen, der Pfad hier. So, und hier, meine Lieben, ist das Item, das mir noch fehlt. Und zwar hier irgendwo. Ich schätze mal hier unten. Oder vielleicht auch oben. Gut. Oh. Dann jetzt zurück. Au. So. Nein, dass ich immer da runter springe. Da wünschte ich mir wieder den Glasbehälter um die Röhre. Also die Glasröhre. Na. Da links gibt's Energy. Laut Karte. Da werde ich mich mal kurz auffrischen. Alter, dieses Timing. Vor allem bei so großen Höhen. Vielleicht mache ich einfach Wallchamp, ist vielleicht klüger. Ja. So, hier muss ich durch, oder? Nee. Da muss ich durch. Aber zum Glück. Dachte schon, da wäre ein Bahn. So, jetzt da entlang. Alter! So. Ah, keine Energie. Cool. So, sind wir wieder hier, wo wir die Dings gefunden haben. Wie heißt es jetzt? Morphball? So, und in diesem Raum gibt es noch ein Item, das wir noch nicht geholt haben. Also hier wäre mal, war ein Energy Tank früher. So. Okay, haben wir vielleicht doch schon geholt. Oh, Time abgelaufen. Ja, na gut. Aber es gibt hier noch mehr zu sehen. Und was das ist, erfahrt ihr in der nächsten Folge von Super Metroid.
Bis morgen dann. Ciao, ciao.